Herzlich willkommen zurück zu Witch Hunt. Ich bin euer Jojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht, wir haben ein wenig Energie wieder, weil da war wieder dieser Gegner, der sobald er im Sichtfeld ist und Schaden macht. Aber positiv ist, dass wir allmählich ein bisschen rausfinden, wie die Gegner zu bekämpfen sind oder wie wir sie auch umgehen können. Sobald wir das Flüstern hören, wegrennen und dergleichen. Oh, hier. Dieses Geräusch sagt immer, dass irgendwo eine Heilpflanze in der Nähe ist. Das ist auch praktisch. Und wir folgen gerade diesem Flussverlauf vom See aus. Ich bin nur nicht sicher, ob dieser Gegner, der mir durch Sichtschaden Schaden macht, ob der reagiert, wenn er mich sieht. Ich glaube, es reicht aus, dass ich ihn sehe. Und dann ist es auch direkt verschwommen. Was ziemlich fies ist. Dann trifft man nämlich nicht mehr. Patronen haben wir noch 12. Was? So, duck dich hin hier bei dieser Steile. War nicht schlecht. Ich hoffe, da kommt jetzt wieder ein Hund dazu. Überlebt. Mistvieh. Keine Coins. Schade. Oder direkt verfehlt der erst. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, nur Kopfschuss macht sie direkt tot. Ja, jetzt sind wir ziemlich weit vorgedrungen. Wir müssten irgendwo da auf dem linken Berg ganz links oben sein. Vermute ich stark. Irgendwo ein paar Hinweise wären über die Hexe oder was auch immer. Was ist das da hinten? Seht ihr das? Was ist das? Ah, eigentlich wollte ich sehen, was hier oben noch ist, aber das ist jetzt so interessant. Jetzt gehen wir mal dahin. Frage ist, ob es ein Feind überhaupt ist. Soll ich einfach mal schießen gleich? Am besten so langsam wie möglich. Vielleicht ist es auch nur eine Erscheinung. Soll ich überhaupt drauf schießen? Kann ich hier überhaupt Schaden machen? Weiß nicht. Drauf schießen, Spiel gewonnen oder sowas? Wäre geil. Interessant. Was ist das? Da ist das Monster. Das Teil hat mich direkt zum Monster gesappt. Wie geil war das denn? New Skill added. Fast Reload. Weapon Reload becomes 30% faster. Wie geil. Und wir haben den zweiten Mal Schaden gemacht, dem Vieh. Geil. Problem ist, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Ach so, dieses komische Licht, was wir gerade gesehen haben, ist kein Gegner, sondern irgendetwas, was uns hilft, die Bestie zu bekämpfen. Jetzt würde ich natürlich gerne speichern, weil wir sind ein Stück weitergekommen mit der Quest der Bestie. Geiles Ding. Geiles Ding. Ich bin total angehypt.
Ah, die ist jetzt weg. Es kann natürlich Zufall sein, dass mich das da hingesäppt hat und dass das immer diese Position ist. Jetzt müssen wir natürlich rausfinden, wo wir sind. Wir haben keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Da hinten ist irgendwas. Zu sehen. Was ist das? Eine Glocke? Was? Das ist eine Glocke. Okay. Irgendjemand in der Nähe, der es gehört hat? Scheint nicht. Schade, kein Geld. Okay, gehen wir mal aus der Deckung. Ist da was drin? Nö. Mensch! Die ist doch bestimmt aus Silber. Was drauf ist, konnte man nicht richtig entziffern. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Da hinten ist Licht. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Licht ist gut. Auch recht übersichtlich hier. Was? Da. Haben's erwischt, ne? Gut. Shit. Flüsterer in der Nähe. 13 Coins. Flüsterer direkt hinter mir. Flüsterer direkt hinter mir. Saved. Oh! Du bist ein Scheißvieh. Hasse dich. Scheiß Flüsterer. Munition. Wie viel haben wir? 7 Schuss noch. Ah ja. Komm mal her. Wir müssen Munition verballern. Aber wir haben zweimal verwundet. Einmal mit dem Schwert und einmal mit der Pistole. Bin ich sehr happy drüber. Wir können schneller nachladen, neue Fähigkeit erlernt. Auch cool. Da ist sie. Geiles Teil. Und wir haben 195 Coins. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Gegner töten. Wir sind irgendwo am Fluss. Das Problem ist, der Fluss ist lang. Ah, da rechts oben. Wir haben ja gerade einen Safe Point gehabt. Da rechts oben sind wir jetzt angekommen. Okay. Okay. Interesting. Das heißt, wir gehen den Fluss vielleicht weiter, machen da eine große Rechtskurve mal runter. Ja, wir können die Patronen nehmen. Oder versuchen jetzt, was wir glaube ich eher machen, die 6 Schuss noch irgendwie zu verballern. Und dann nehmen wir die auf. Warum soll ich Munition verschwenden? Kann natürlich Pech sein, dass wir jetzt die ganze Zeit den Flüsterer kriegen. Kommen wir nicht sehr weit. Das sieht seltsam aus. Und da kommen wir auch gar nicht lang. Ich wollte ja jetzt da den Fluss entlang. Oh, da geht's gar nicht durch. Das heißt, ich muss da hoch irgendwie wieder. Da hoch heißt runter. Das heißt, das müsste Süden sein, wenn ich das richtig deute. Ah, ne, der Fluss ist ja in der Richtung. Der Fluss steht in der Richtung. Ja, da muss das Süden sein. Das ist vollkommen korrekt. Okay, wir nehmen die Bullets. Why not?
Her damit. Ah! Es macht gar nicht immer voll. Wichtig. Nochmal speichern. Kostet 10 Mana. Nö, 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 nö. Spannend. Heilpflanze, supi. Flüsterer. Und ein Baumhaus. Aber wir müssen erstmal fliehen. Hoffentlich verzieht er sich. Scheiße. Ist das programmiert, dass er immer automatisch auf mich sich zubewegt? Dann habe ich jetzt ein Problem. Nehmen wir halt einmal Schaden. Aber vielleicht haut er ja ab. Okay, ein toter Vogel. Eine Puppe, eine Voodoo-Puppe, wo ein Nadel drin ist. Aha! Coins! Sehr gut. Was ist das? 4 Lockpicks! Geil. Und wir haben wieder Silberpatronen. Das müsste man einzeichnen. Das wäre super. Wieso zeichnet der das hier nicht rein? Das wäre doch total super. Ich wüsste, hier ist das Baumhaus und so. Die Entwickler wollen sehr wahrscheinlich nicht, dass so schnell die Leute wissen, wo alles ist. Ah, er ist irgendwo in der Nähe, ich weiß. Keine Ahnung, wo das scheiß Vieh ist. Renn einfach mal weiter. Sehr wahrscheinlich sind wir auch schon an einigen Gebäuden und dergleichen vorbei und haben es noch nicht mitbekommen. Was glitzert da hinten? Hier waren wir schon mal. Hier sind wir drauf gegangen. Vor 2 Folgen oder so. Und hatten hier uns die Hinweise durchgelesen und sind dann drauf gegangen. Ende mal. Das heißt, wir gehen den See wieder hoch, sehe ich das richtig? Das heißt, in die Richtung müsste eigentlich der See kommen. Oder bin ich jetzt total blöd? Wir müssen eigentlich nur dem Weg folgen und kommen automatisch zur Hütte. Was sagt denn die Zeit? Dann gehören wir nämlich in die Stadt zurück. Ich habe auch nach dem Video eigentlich keine Zeit mehr zum Spielen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Versuchen wir heimzukommen Richtung Stadt, da wir den Zauber noch nicht haben. Der wäre auch praktisch zu lernen, ne? Könnte man weit vorausgehen und dann einmal Magie nutzen und es. Ja, vielleicht noch ein paar Gegner auf dem Weg hinnehmen. Was? Hier hatten wir, glaube ich, die erste Begegnung mit dem, mit der Bestie. Die war auch lustig. Da ist alles geplündert, okay. Weiter geht's. Nochmal stoppen. Dass einer angerannt kommt. Ja. Allmählich kriegen wir ein bisschen Orientierung an ein paar bestimmten Plätzen. Das ist schon mal ganz gut. Die Welt auswendig lernen, sozusagen.
denke mal, dass die nach und nach vergrößert wird. Der DLC kommt dann dazu oder sowas. Aber es soll ja auch, soweit ich weiß, erst 2019 kommen. Das heißt, da ist noch ganz viel Potenzial, ganz viel Zeit, da kann so viel noch passieren. Multiplayer zum Beispiel, aber obwohl, das wäre dann nicht mehr so spannend. Ich glaube, das täte dem Spiel nicht so gut, ein Multiplayer. Da wäre keine Spannung mehr da, wenn zwei schießen könnten. Hey, hier können wir sogar rein. Was? Können wir aber nichts mitnehmen. So, und ich bin dran vorbeigerannt. Bei dem Schild konnten wir in die nächste Stadt. So war das. Warum hatten wir eigentlich nicht ein Schild gehabt oben an dem Checkpoint jetzt? Den gibt's gar nicht, ne? Das wäre gut. Is a challenging game. That's right. Das heißt, mich interessiert. Nee, wir können nur zur Cabin und haben keinen weiteren Anhaltspunkt. Moment mal. Das Haus kennen wir noch nicht. Da ist schon wieder weggeflogen, dieses. Aber das ist nur eine Taube. Hallo, jemand da? Ich sehe schon, da liegen Patronen. Ha! Ah, die müssen wir erst anlocken. Nee, nee, nee. Dafür brauche ich mehr Geld. Also man muss wirklich 1000, 2000 Coins weg. Oh, klopfen. Hallo, jemand da? Da passiert bestimmt noch was. Man kriegt bestimmt irgendwann die Aufgabe, da hinzugehen und zu klopfen. Da wohnt der Einsiedler. Reden Sie mit ihm oder sowas. Was? Ist das aufgegangen? Nee. Ah, diese gruseligen Geräusche um einen herum. Da ist eine Heilung, das ist auch interessant. Da könnte man mal testen, ob die neu kommen mit der Zeit. Seltsam, immer wenn wir in die Stadt gehen, sind wir voll mit Heilung. Wir können ihm ja erzählen, dass wir das Vieh schon erwischt haben. Es ist zwar nicht tot. Haben wir das eigentlich im Log drin? Moment, Journal. Ah, schade. Leider nicht. Hallöchen. Okay, du redest auch nicht mit mir, bevor wir nicht das Vieh getötet haben, so wie es aussieht. Schade. Schade, schade. Hatten wir 213. Bei jedem Mal, wenn wir zonen, kriegen wir einen Speicherpunkt, also müssen wir auch nicht safen hier. Bald rasselt's Geld. Schauen uns das nochmal an, was wir so gerne hätten. Die Bounty Hunter Lizenz. You get around 10 Coins. Around kann also auch plus minus sein, also vielleicht auch 11, 12, aber vielleicht auch nur 7, 8 oder sowas. Für jeden Tod. Das ist geil. Das ist total geil. Ich will's haben. Ich will's haben. Wie geil ist das denn? Ah, Thundertoten free. Für jeden Zehnten, den wir töten. Sehr gut. Wieso können wir es nicht nehmen? Ah, das ist fies. Das ist fies. Ich habe gedacht, ich kann mir davon 10 Stück zusammenlodern und dann kriege ich ganz viel zusätzlich. Also könnte direkt 10 Stück hintereinander aufbauen und so weiter und das Vieh schnell töten. Okay, das muss natürlich in der Nähe sein. 150 Meter in der Nähe des Gegners. Ich weiß nicht, wie die Meter hier genau rechnet werden. Und es macht 100 Schaden. Umdreh. 30 Sekunden, bevor es funktioniert. Mist, Mist, Mist. Ja, Silberpunkte sind voll teuer. Aber wenn wir für jeden Gegner bald um den Dreh 10 kriegen, ist das egal. Also es ist wirklich das, was man sich als erstes holen sollte.
Da haben wir ja um die 100 Coins, wenn wir 10 Stück umbringen. Die Frage ist, ob als Evil Creature wirklich alle Gegner zählen. Nicht, dass das nur diese einen Viecher sind, wovon wir noch gar keinen getötet haben, also diese Bestien. Das wäre ganz übel. Dann würde man natürlich ganz anders vorgehen. Und da wäre interessant, ob wir das mehrfach kaufen könnten, wenn es gekauft ist. Um das dann irgendwann auf 100% zu haben. Fragen über Fragen, die wir erst nach und nach im Spielverlauf herausfinden werden. Ich mache hier einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.